herzlich willkommen zurück zu The Eternal Cylinder. Der Zylinder ist wütend und spuckt mit Blitzen um sich. Wir haben uns hier schon mal in Sicherheit gebracht und gucken mal, was er sich als nächstes ausdenkt. Einfach so gechillt weitergehen funktioniert nicht. Zumindest hat es diesmal nicht so ganz gut geklappt. Mal gucken, was war schon mal wesentlich besser jetzt als das nervige Weglaufen vom letzten Mal. Und der Turm müsste ihn ja aber eigentlich erstmal stoppen. Würde ich schätzen. Ja. Ist klar. Man soll ja wohl in so einem Zylinder nicht aufhalten. Das wäre doch gelacht. As frightening and surprising as this enormous creature was, the Trebum felt a sense of relief to see it descend from the sky. Oh. This okay. Was a celestial being they'd been told to seek. Perhaps it held an answer to their troubles. Vielleicht. Das wäre schon nett. Was auch noch mal nett wäre, wäre Wasser. Da hinten ist Wasser, dann gehen wir erstmal dahin. Huch. Er tötet die feindlichen Kreaturen für uns, das ist aber nett. Okay, und hier könnte irgendwo noch wieder ein Ei sein. As they approached the colossal creature, their optimism faded. It did not seem to like them at all. And now they realized what terrible danger they were in. If this creature guarded the way to some holy place, aua, then that place must lie below it. And being so large, what? The creature most likely could not see what was in front of it or beneath it. So perhaps the size of the Trebum was an advantage after all. Perhaps they could reach the platform right under the serpent's head. Alter! Wie sehe ich denn, dass der das macht? Wäre jetzt so meine Frage. Ich fand, die kamen bisher immer sehr überraschend, die elektrischen Angriffe. Okay, erstmal sonst hier wieder Nachschub holen, weil... Ja. Yay, Kukul. Willkommen in unserer Todesgruppe. So, wir müssen... da irgendwie hin zu diesem Mistviech. Jetzt macht er einen elektrischen Angriff. Bin ich hier in Deckung? Weil die töten uns ja schon ziemlich direkt. Wow. Ja, okay, das hat nicht so wirklich funktioniert. Schon wieder zwei weg. Was ist das? Weiß ich nicht, weil... Ah. Wir können jetzt in giftige Gase rein. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir müssen da hinten irgendwie hin. Warte mal, jetzt können wir aber ja hier auch unten einfach lang spazieren. Ist ja kein Problem. Ah, okay. Hier könnten wir vielleicht wieder hoch. Ui. Jawohl. Das läuft. So, das sind diese Haare, ne? Ja. Zackfliegen werden dadurch angezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder nicht. Jetzt müssen wir leider wieder zu diesem Viech hin. Ja,
das bringt uns jetzt nichts. Wir brauchen so Wasser. Wir müssen irgendwie anders an Wasser kommen. Immerhin, Essen ist kein Problem. Aber wahrscheinlich ist jetzt eh gleich Game Over. Weil der mich hier gleich wieder blitzt. Hey, wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Game Over. Aha. Wir machen mal vor 10 Sekunden. So, wo muss ich hin? Ich muss da hin. Ja, super, danke. Wir gehen jetzt hier hin. Und jetzt? Jetzt bin ich hier. Ah, da geht's runter. Jawohl. Oh, ein Ei, das ist sehr gut. Wir brauchen aber mindestens 2 Trap-Humps oder so. Jetzt müssen wir das Ei noch irgendwo ausbrüten. Ah, hier geht das. Sehr gut. Das ist nett, dass sie einem das Ei da hingelegt haben und dann hier auch noch die Möglichkeit geben, was auszubrüten. Ah, ich dachte schon, da ist keiner drin. Sehr gut. Sind wir wieder zu zweit. Die neue Generation zieht los. Völlig verdurstet, aber... Achso, der müsste natürlich den anderen noch kriegen, aber naja. Bin ich zu weit? Ja, hier müssen wir einmal hin. Hopp. Wir brauchen mindestens 3 Trap-Humps. Shit. Ich habe keine Ahnung. Vor allem, ich muss die 3 auch noch sicher hier unten hinkriegen. Das ist ja dann noch wieder die nächste Geschichte. Wo soll ich den jetzt noch herkriegen? Und ich weiß nicht, ob ich dann leicht verdurste oder was. Müssen jetzt hier irgendwie noch ein Ei finden, ansonsten ist vorbei. Und Wasser. Beides scheint es hier eher nicht zu geben. Nehme ich gleich schon wieder neu laden. Also knuffig das Spiel auch ist, aber irgendwie der Spielspaß ist jetzt die letzten 2 Folgen nur mäßig vorhanden, muss ich sagen. Das stimmt schon wieder alles, ne? Dann würde ich auf jeden Fall wieder einen älteren Spielstand laden, wenn wir gleich umkippen, weil... Also zum einen, du hast in diesen Leveln kein Wasser. Das ist schon mal ziemlich seltsam. Ich fand die Blitzangriffe jetzt alles andere als intuitiv, wann die kommen. Mir wird vorgegeben, dass ich jetzt mindestens 3 Leutchen haben muss, aber nicht genug Eier für den Extremfall. Dann diese Wegfindung beim Weglaufen war eine Katastrophe. Dass das wirklich nur über Trial and Error ging. Weil die Lücken ja wirklich nicht sichtbar waren. Und... Ja, hier ist jetzt alles ausgetrocknet, ne? Du musst unbedingt trinken, aber Wasser legen wieder keins ins Level. Gut, dann muss ich ja den hier jetzt nehmen. Hilft ja nix. So. Also man wird jetzt zu dieser Mutation hier gezwungen.
Ist okay. Gucken, ob das noch rechtzeitig kommt. Ja, ich denke schon. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt verstehe ich. Ah, okay. Ich verstehe jetzt, was die hier für einen Sinn haben. Kann ich die jetzt wiederbeleben? Ich habe auch mein ganzes Glitzerzeug verloren. Was soll das denn? Hä? Warum? Ich habe alles verloren, was ich mir zusammengesammelt habe. Gibt's doch nicht. Bin ich irgendwie auch schon wieder ein bisschen frech, muss ich sagen. Da weiß ich nicht, ob das jetzt so gewollt ist oder ob das ein Bug ist. Keine Ahnung. Da hinten ist Wasser, da komme ich aber nicht hin. Das ist... Ah. Ja. Also... Ich frage mich, ob ich meine... Ich meine hier nicht irgendwie sowas wie ein Inventar? Hier ist eine Karte. Da hätte man vielleicht drauf gucken können. Kann ich nicht irgendwo sehen, welche Verbesserungen ich habe? Frage mich, ob wir die noch haben. Die wir beim letzten Mal freigeschaltet haben. Das wäre auch nochmal so eine hilfreiche Sache. Oder ob jetzt wirklich einfach alles weg ist. Ich meine, wir hatten zwar viel Glitzer ausgegeben, aber ich meine nicht alles. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das ein Bug ist. Huch. Muss doch dahin. Dann können wir da gleich wieder runterspringen. Ach, das Viech ist weg, ja? Stimmt, das große Tier hier ist weg. Das ist natürlich hilfreich. Aber wieso ist es jetzt weg? Wo ist es hin? Egal, nicht hinterfragen, einfach freuen. Und wir gehen jetzt... Ui, achso, gibt es eigentlich Fallschaden? Nee, ne? Nee. So, machen wir es nochmal. Ach, die haben sie auch dann das geholt. Das ist ja gut. Perfekt. Dann betreten wir doch mal die Höhle der Ältesten. Hoffen, dass wir hier Wasser finden. Relieved at having bested the Guardian, the Trebum now found themselves seeking the help they had been promised. Sie gar nichts. Who would answer their questions in this place? Ja, wir müssen hier runter, also da oben sieht man nichts. Ja. Hier gibt's aber kein Wasser. Ich laufe jetzt hier die ganze Zeit im Kreis und merk's nicht. Wasser gefunden. Das ist die Möglichkeit. Wir haben Wasser gefunden. Endlich mal. Da muss ich doch auch irgendwas falsch gemacht haben, dass ich so gar kein Wasser gefunden habe, oder? Ist das? Weiß man nicht. Mal einfach nur mitnehmen. Hier ist mal wieder ein bisschen Glitzer. Ist auch schön. Nehmen wir doch gerne mit. Eine. Steine kann man nicht essen. Wir müssen hier wieder hoch.
Boah, es ist dunkel. Also ich sehe auch nichts. Ne? Es ist... Da sind wir reingekommen. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir jetzt hier einfach wieder rausgehen können. Ah ja. Nehmen wir mal an, dass wir jetzt leuchten. Nee. Sprungbeine haben wir gekriegt. Hey, wir können springen. Muss ja doch irgendwas geben, womit man im Dunkeln sehen kann, oder? Hier kommt man irgendwo hin. Juhu. Aber das sind auch wieder die Sprungbeine, meine ich. Ja. Aha, hier sind wir wieder hier, aber halt oben. Es muss doch in dieser Höhle irgendwas geben. Habe ich hier irgendwas übersehen? Da kann man vielleicht. Hier kann man. Da kann man. Da ist ein Vorsprung. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Wenn wir hier wieder bei der super präzisen Steuerung. Ich drücke nach vorne, der springt nach hinten. Das ist super hilfreich. Noch ein höher, ja. Achso, aber dann springt er oben gegen die Wand. Ja, das ist das Problem. Der Glitzer war aber vorhin noch nicht hier. Hm, krieg ich nicht eingesammelt? Doch jetzt. Hier kann man hochgehen. Bei Leuten, das ist einfach mal. Kann ich jetzt hier in die Einstellung die Helligkeit nochmal einstellen? Die Helligkeit mal höher. Ja, jetzt kann ich wieder was sehen. Und verrückt. Da oben, da wollen wir hin. Aber das war so nicht zu sehen. Na gut, so mit hoher Helligkeit spielen, wenn das so gewollt ist. Schade, es hat so einen guten ersten Eindruck gemacht, das Spiel. Aber irgendwie heute, diese Folge und die letzte Folge sind irgendwie so ein bisschen wenig zufriedenstellend. Ja. Jetzt hänge ich fest. Und es ist keiner da. Nein. Och, Leute. Oh doch, da ist einer. Yay, ich kann wieder laufen. Was ist das hier? Einfach nur Wasser, oder? Plus 50 Wasser. Aber ansonsten nicht so viel. Okay. Da hoch. Ja, komme ich. Bringt mir das irgendwas? Oh, guck mal. Also ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt, aber jetzt kann ich hier auf diesen... Quasi wie so ein Labyrinth hier aufgebaut. Ach, schade.
Ja. Ich würde sagen, wir gehen hier mal wieder raus. Das war jetzt irgendwie alles andere als ergiebig und wir kommen hier nicht raus, weil wir irgendwas hier entdecken müssen. In völliger Dunkelheit. Wo ich keine Ahnung habe, was ich dachte. Das, wo wir eben waren, das wäre es schon gewesen. Aber scheinbar war das nicht der Fall. Aha, das ist auch neu. Ah, hier sollen wir hin. Okay. Der Glitzerzeug, auf das wir es wieder verlieren können. Und da müssen wir jetzt wieder einen viereckigen haben. Weiß nicht, was wir mit diesen Steinen machen sollen. Hier irgendwo was Fähiges, was wir sammeln können. Der Kollege hier ja sowieso nicht. Also den hier mal viereckig kriegen hier vielleicht. Hier sehe ich wieder gar nichts. Jetzt immerhin Glitzerkram. Das sind aber wieder Sprungbeine, die gönnen wir uns doch einfach mal. Denn Sprungbeine sind super hilfreich. Aber ich wünschte, ich wäre ein Viereck. Bei mir geht das auch nicht weiter. Oder? Nee. Glaub nicht. Keine Ahnung, ist dunkel. Die können wir einsammeln. Was waren das hier für welche? Luminisierende Haut. Ach so. Jetzt können wir im Dunkeln leuchten. Das ist super hilfreich. Hätten wir eher gebrauchen können, ja? Oh Mann. Warte mal, wir essen den hier nochmal. Ne, wir hätten doch das hier essen können. Dann bleibe ich auch wieder ein bisschen Platz. Mal wieder vollen Magen. Ich weiß nicht, was wir damit machen sollen, diesen Stein. Gucken wir den mal wieder aus, dass wir Platz haben, um gegebenenfalls ein Viereck zu werden. Also jetzt können wir hier natürlich nochmal gucken, ob wir hier nochmal was entdecken. Ja, entdecken wir. Und jetzt können wir hier nämlich rüber. Blöpp. So wird doch ein Schuh draus. Okay, das ist wieder nur Essen. Den werden wir mal eben abspucken. Ja, hier kommen wir so schnell nicht wieder raus. So. Einmal vorsichtig rüberlaufen. Dazu. Vielleicht können wir auch einfach hier rüber springen. Ah, es ist so schön präzise. Ist das nicht ein Traum? Gut. Ja, darüber oder da hoch? Was ist einfacher? Darüber ist einfacher, würde ich sagen. Auch nicht. Da war wieder der Drall von der Wand. Das hat funktioniert. Fast zu weit.
Wir gucken, dass ich nicht neben der Wand stehe. Da haben wir. Dann da hoch. Da hoch. Jetzt hier Schönes. Blümp. Mineralprozessor. Raffiniert konstant Mineralien von Inventarplätzen und wandelt sie zu Einheiten raffinerierten Mineralien um. Okay, die für vielfältige Zwecke eingesetzt werden können. Alles klar. Interessant. Das wäre jetzt geklärt, was wir mit den Mineralien machen können. Dann nehmen wir welche ein. Da wird jetzt verarbeitet. Ich habe jetzt nur leider keinen anderen hier. Dann würde ich einmal das hier wegpacken. Den können wir einsammeln. Ach, das ist auch ein Mineral. Ja, aber das ist jetzt nicht das, was wir gesucht haben eigentlich. Komme ich jetzt hier wieder raus? Ja. Hallo. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Komm da nicht hin. Von dem Punkt aus. Und von hier aus komme ich auch nicht hin. Mal warten, bis sich jetzt hier die Gesundheit oder was das ist, die Ausdauer wieder ein bisschen erholt hat. So, jetzt. Jetzt kommen wir sogar ganz rüber. Immerhin. Messerchen wieder einsammeln. Und da haben wir jetzt den uns umwandeln können, aber das wird nicht er hier machen, sondern jemand anderes. Wenn da mal jemand kommen würde. Hallo? Oh. Soll doch mal stehen. Du! Du wirst das hier einsammeln. Und benutzen. Sehr gut. Dann wieder. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir nur noch irgendwie wieder zurückfinden. Warte mal, ich wechsle mal wieder auf den Leuchtenden mit den Sprungbeinen. Das funktioniert, glaube ich, ein bisschen besser. Ja. Jetzt hier wieder bei der Tür. Wechseln, machen wir den hier und ab dafür. Omoa, der Älteste. Encountering another elder was a happy moment. The Trebom asked how they might survive the cylinder, and the elder replied, "I can feel your fear, little ones. Ever since this cataclysm began, we have been seeking ways to stop it. But the cylinder is relentless and indestructible. It will consume everything in its path. So, perhaps what we need to do is go behind it. I have discovered a mutation that allows us to rise into the sky. You must seek a weeping tree from which grows a special fruit that floats as it becomes ripe. It is the key to the transformation I have undergone. With it, you can use geysers to float well above the cylinder's height. My only regret is that I have grown too old and weak to help you with this task. If you find any glimmer of hope on the other side, remember me. Farewell." Alles klar. Dann haben wir einen Plan. Wir haben einen Plan. Lass nochmal Glitzer. Ja, ich hätte ganz
da bitte hin. Dankeschön. So. Und dann geht's hier einmal. Ah, da geht's raus. Wir müssen gar nicht in die Höhe. Sondern wir müssen hier raus. Sadness and fear filled the Tribbums' hearts as they left the Elder's Cave. Their only path to salvation was full of uncertainty. And they could not forget the thing they had seen lurking behind the cylinder, casting a dark shadow over this glimpse of light. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde auf jeden Fall noch eine aufnehmen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob wir das Spiel durchspielen oder ob es vielleicht doch nur angespielt wird. Mal gucken, wie es jetzt sich weiterentwickelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.